Eine große Auswahl an Produkten für dich und dein Bike gibt's auf marziak-offroad.de, dein Onlineshop. Sicherheitsaspekte werden berücksichtigt. Da ist gar kein Gewinde mehr existent. Fabio Schäfer ist mal wieder übermotiviert. Spann mal ein bisschen Muskeln an jetzt. Fabio Schäfer fährt mit einer Pedale, ein Teufelskerl. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Boah, da kommt Bikepark-Feeling auf. Willkommen zum Kurs-Review von Red Bull Radical gemeinsam mit Nico Reuter. Jawohl! Was um alles in der Welt tust du da? Jetzt oder Fahrrad fest? Der Pickup ist zu klein. Scheiße, mit Wildwasserbahn, ey. Wie das ist das totale Chaos. Hier ist Wasser überall und Dreck. Das ist wie Phantasialand, wie Phantasialand. Wir haben Warnwesten an. Wegen Sicherheit, Sicherheit. Sicherheit. Sicherheitsaspekte werden berücksichtigt. Oh, Multikipper sind da. Jawohl, Abenteuer. Wir befinden uns jetzt am Start bei Red Bull Radical 2021. Wir werden jetzt für euch einmal komplett den Kurs abfahren. Nico Reuter. Top motiviert. Und los geht's hier, 2021 Red Bull Radical. Zack, hier die erste Kurve, da müssen morgen die 500 Starter alle durch, schön nass direkt hier auf diese, die alles nass hier. Nico Reuter ist bestimmt nicht da durchgefahren, ich merke gar nicht mehr, ich kann nicht mehr riechen. Wo ist Nico Reuter? Ja, Fabio Schäfer ist wohl wieder übermotiviert. Hier ab durch die Pfützen durch, Nico Reuter abhängen, ganz, ganz wichtig, ab durch den Matsch. Wo ist Nico Reuter? Naja, warten wir es mal ab. Der Berg ist hoch. So, jetzt kommen wir zum ersten Hindernis, die sogenannte Rope Climb. Und ich würde behaupten, wir als Freerider brauchen gar kein Rope, sondern machen das, wie wenn wir irgendwelche Steilhänge runterfahren. Zack, hier so, hier hoch. Das kennt man ja nur zu gut mit dem Big Bike, mit dem Downhill Bike. Hier zack, zack, zack hoch. Rad schön geschultert. Im Gegensatz zum Downhill-Bike wiegt so ein CC-Bike ja auch nichts. Und dann sind wir zack oben. Ja, Nico mit einer anderen Klettertechnik. Nach dem Rope-Climb geht es dann hier weiter. Erstmal flaches Stück, bisschen entspannen, soweit man das kann im Renntempo. Und jetzt kommen wir zum Shimano-Tunnel. Was das genau ist, keine Ahnung, ich schätze mal einen Tunnel. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Also das ist der Shimano-Tunnel, wird zugehangen, Licht rein. Können wir jetzt nur leider nicht fahren, weil halt alles in Betrieb ist. Jo, ich fahre gerade mit Fabio hier die Verbindungsetappe. Hier kreist sogar ein Rotmilan über uns. Sehr cool. Also sie fühlen sich anscheinend auch wohl hier. Und ja, macht mega Spaß die Tour. Der erste Anstieg vor dem Rope Climb war extrem anstrengend. Wenn man ihn schnell hochfährt, ich glaube mit Race Speed, zieht einem das schon mal richtig die Kräfte. Ja, und Fabio gibt hier trotz Erkältung ordentlich Kette. So, jetzt sind wir am nächsten Obstacle und zwar Muddy Bridges. Man sieht, es ist hier sandiger Boden. Wenn hier morgen 500 Leute drüber gefahren sind mit verschlammten Reifen, da kann das hier schon rutschiger werden und so weiter und so fort. Das war's. Oh wow, Nico Reuter fährt jetzt hier über den Hyper Pump Track. Wird er sich festfahren? Wird er es schaffen? Wir wissen es noch nicht. Oh, ein Pedal hat sich gelöst von Fabio Schäfer. Nico Reuter, mein Pedal ist lose. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist aus der Kurbel hinausgebrochen. Oh no. Ja, fuck. Fabius Pedal ist lose. Dein Kurbel ist im Arsch. Ja. Möchtest du jetzt von uns verlangen, dass wir da hochgehen? Nein. Nein? Ich würde das nur zeigen, dass hier im Rennen dann hochgeht. Ach so. Bis da oben hin. Willst du das nicht hochtragen? Doch, oder? Doch, doch, klar. Klar, ja. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast. Ja, das war Sarkasmus, Nico Reuter. Ich weiß nicht, ob du das
Aber mir sind tatsächlich Leute entfolgt, die dachten, wenn ich mich selbst lobpreise und Liss rufe, weil ich Feuer im Kamin angemacht habe, dass das ernst gemeint ist und ich dann Nachrichten bekomme, wie kann man so eingebildet sein, dass überhaupt gar keine Leistung, erstmal deabonnieren und... Stopp mal ganz kurz, hast du nicht gemerkt, dass das eben von mir auch Sarkasmus war, als krass. Ich auf deinen Sarkasmus angesprochen habe? Ja, das ist natürlich Next Level. Ja, wow. Versteht das nicht? Ja, komm, Nico Reuter, jetzt ab hier hoch. Boah, Fabio Schäfer, das ist ja wie in den Alpen hier. Ja, hier, gell. Läuft eigentlich meine Kamera? Wahrscheinlich schon wieder seit 5 Stunden ununterbrochen. Ja, die läuft. Ja, geil. Super, Nico. Dann hast du ja genug Material. Ja. Für die Mülltonne. Für die Mülltonne. So kennt man Nico heute. Ja. Komm, geh mal vor hier. Ich will ein bisschen Praktikalität vor mir haben. Komm, Fabio. Geh mal hier. Nicht jeder hat unseren Humor verdient. Ja. Komm hier. Spann mal ein bisschen Muskeln an jetzt. Hey, da musst du ein bisschen Licht erscheinen. Ja. Siehst du hier? Oh ja. Klasse. Brutal, oder? Und ich weiß nicht, Arsch. Was sich da alles abzeichnet in der Hose, aber ich glaube, es sind nicht nur deine Beinmuskeln. Jetzt kommen wir hier zu den guten Worms. Ah nein, jetzt ist das Pedal ab. Boah, da kommt Bikepark-Feeling auf. Da legt er sich rein hier. Ach no, hier ganze Gewinde kommt mit. Fuck, da ist gar kein Gewinde mehr existent. Sieht man das? Ist einfach komplett glatt. Shit. Aber aufgrund des fehlenden Pedales werde ich jetzt hier von Nico de Reuter eingeholt. Der springt hier wie eine Gazelle hoch. Absoluter Wahnsinn. Dieser Kerl ist schon auf der anderen Seite. Ganz klasse hat er das gemacht. Zack, zack, zack. Nico Reuter war ja auch früher bei den Marines. Der kennt hier diese Sicherheits-, diese Parcours sehr gut. Oh, mein Gott, die Erkältung kommt wieder durch oder was auch immer es ist. Eine Bronchitis. Eine Bronchitis. Oh, da musst du die Geschwindigkeit mitnehmen, Nico Reuter. Schön machst du das, ganz klasse, toll. Einfach ein Teufelskerl, Nico Reuter. Guck mal, da vorne steht, da geht's weiter runter. Wenn ich denn bis zur Kante komme, offiziell sagt das Schild, glaube ich, hier runter tragen. Aber, hey, Mountainbiken. Fabio Schäfer fährt mit einer Pedale, ein Teufelskerl. Ein Teufelskerl nennt mich Nico Reuter hier. Warum auch immer. Du Fisch, zeig her. Man muss es einfach mal kurz gesehen haben. Fabio Schäfer fährt hier ohne Pedale. Ja, so ist das. Ne? Gewicht sparen ist ja im Cross-Country ein großes Thema. Da dachte ich, da passe ich mich mal an, wenn ich schon kein Lycra trage. Ja, aber du hast schon eine Lycra-Unterhose an. Nee, hab ich nicht. Ich hab keine Lycra-Hose drunter, tatsächlich. Also du trägst gar keine Unterhose, nee, oder was? Nie Unterhose. Ich schlafe auch jede Nacht nackt. Wirklich? Komplett nackt, ja. Aber weißt du doch, wir haben doch schon öfters mal irgendwo gepennt. Ja, stimmt. Oh, Nico Reuter, ja. Ein schönes Fahrmanöver von ihm haben wir hier gesehen, geboten bekommen von ihm. Er denkt auch an die Zuschauer. Das ist ihm immer ganz wichtig, Nico Reuter hier. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil unter uns findet gleich diese Sprengung statt und wir sind irgendwie ein bisschen schlecht in der Zeit. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. So, wir kommen jetzt zu den North Shores. Das ist das letzte Obstacle, was wir euch heute zeigen können. Und ich hoffe sehr, dass ich hier vom Schwung her mit nur einem Pedal da drüber komme und nicht hier verhungere. Doch, es passiert, schade. Leider nicht. So, das war das Kurzreview mit Nico Reuter. Und einem Pedal. Das sind jetzt noch nicht alle Obstacles heute auf Betriebs fahrbar. Aber ja, morgen wird dann alles ready sein zum Rennen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut bei Nico Reuter auf Instagram vorbei. Und ja, lasst ein wenig Liebe da. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss. Aha.
Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Da geht's zu meiner Metalcore-Band, hier zu meinem Klamottenlabel und da wird euch das nächste Video vorgeschlagen. Außerdem Instagram, Facebook, alles am Start. Jetzt geht raus und habt Spaß.